Ökumene ist ein Wort, das uns heute oft in der Christenheit begegnet. Man versteht darunter eine Bewegung, die alle christlichen Kirchen vereinen soll. Alle Glaubensunterschiede sollen hierbei beiseite gelegt und alle Kirchen unter der Liebe Jesu vereint werden. Meine lieben Freunde, wussten Sie, dass die Bibel diese Vereinigungsbestrebungen aller Kirchen für die Endzeit der Weltgeschichte vorhergesagt hat? Wussten Sie, dass Gott sein Volk vor dieser unbiblischen Welteinheitskirche eindringlich gewarnt hat? Die Ökumene ist nichts anderes als das Gegenteil der protestantischen Reformation. Ich lade Sie herzlich ein, diesen wichtigen Teil der Prophetie mit mir zu studieren. Seit 6 Wochen behandeln wir das Buch der Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, eine Wegweisung für Gottes Volk in diesen letzten Tagen. Wir haben aus Offenbarung Kapitel 13, 14, 17 und 18 herausgefunden, dass Gottes Endzeitvolk auf Erden eine relativ kleine Gruppe ist, die von dem Rest der Welt verlästert, verlacht und sogar bekämpft werden soll. Nicht nur von den Heiden, sondern von der Mehrheit der sogenannten christlichen Welt. Das sind biblische Fakten. Um Gottes wahres Volk zu identifizieren, müssen wir die im Buch der Offenbarung geschilderten charakteristischen Merkmale von Gottes Endzeitgemeinde studieren. Dies ist deshalb so wichtig, weil uns die Bibel in Hebräer Kapitel 10, Vers 25 ermahnt: Und verlasst unsere Versammlungen nicht, wie einige zu tun pflegen, sondern ermahnt einander, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Andererseits haben wir in diesem 7-teiligen Studium aus Offenbarung 18, Vers 5 herausgefunden, dass wir die abgefallenen Kirchen Babylons verlassen sollen. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt. Gottes wahre Gemeinde wird in Offenbarung Kapitel 12 dargestellt als eine reine Frau. Dieser reinen Frau wird in Offenbarung Kapitel 17 eine Hurenmutter mit ihren ehebrecherischen Töchtern gegenübergestellt. Diese große Hure aus Offenbarung 17 stellt ein bis in die letzten Tage existierendes, abgefallenes religiöses System dar, das durch das Eindringen heidnischer Bräuche in die christliche Kirche entstand. Die Töchter sind der Mutterhure in ihren falschen Lehren gefolgt. Wenn Sie die letzten Sendungen gesehen haben, wissen Sie, wen all diese abtrünnigen Töchter darstellen. Die Mutter der Hurerei ist ohne Zweifel das römische Papsttum. Aber wer sind all ihre ehebrecherischen Töchter? Nun, Freunde, wir haben herausgefunden, dass diese all die sonntaghaltenden Kirchen sind, die sich in der falschen päpstlichen Lehre der Sonntagsheiligung einig sind. Seit einigen Wochen haben wir diese biblischen Wahrheiten studiert. Wenn Sie eine der Sendungen versäumt haben, schreiben Sie uns bitte und wir senden Ihnen kostenlos die Manuskripte zu. Heute wollen wir Gottes wahre Gemeinde, die reine Frau aus Offenbarung Kapitel 12, näher studieren. Sie werden erstaunt sein, wie genau Gott in seinem Wort seine wahre Gemeinde auf Erden definiert. Eine der ersten Stellen, wo Gottes Endzeitvolk im Buch der Offenbarung beschrieben wird, ist in Offenbarung Kapitel 10. Hier handelt es sich um ein Kapitel, das die meisten Bibelkommentatoren einfach überspringen, aber für solche mit geistlichem Auge und Scharfsinn ist es sehr aufschlussreich. In den ersten Versen von Offenbarung 10 finden wir einen sehr starken Engel mit einer Wolke bekleidet und einem kleinen Buch in seiner Hand. Dieses kleine Buch, das nach Daniel Kapitel 12 bis zur Endzeit geschlossen war, wird nun geöffnet. Dieses Buch muss 3 Kriterien erfüllen. Es muss klein sein, es war versiegelt und ist nun aber zur Zeit des Endes geöffnet. Und es muss ein prophetisches Buch sein. Sie können alle 66 Bücher in der Bibel lesen, aber es gibt nur eines dieser Bücher, das diese Vorgaben erfüllt. Es ist das kleine alttestamentliche Buch des Propheten Daniel. Gott sagte dem Propheten in Daniel Kapitel 12, Vers 4, Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Für tausende Jahre konnte niemand das prophetische Buch Daniel verstehen. Es war verschlossen oder versiegelt. Das heißt, all die Jahre konnte niemand die darin enthaltenen Vorhersagen so richtig verstehen. Aber plötzlich in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts begannen viele Menschen überall in der Welt das Buch Daniel zu verstehen. Das Schlüsselereignis zu diesem Verständnis war die Erfüllung der biblischen Vorhersagen über das Ende der 1260-jährigen Vorherrschaft des päpstlichen Systems im Jahre 1798 durch die Entmachtung des Papsttums im Zuge der Französischen Revolution. Sie haben herausgefunden, dass die vorhergesagte Vorherrschaft des päpstlichen Systems von 538 bis 1798
genau 1260 Jahre, also exakt 1260 prophetische Tage, dauerte. Diese Erkenntnis des prophetischen Zeitschlüssels, dass ein prophetischer Tag gleich ein wirkliches Jahr bedeutet, übertrug man nun auf die bis dahin noch unklare Zeitangabe der 2300 Abende und Morgen aus Daniel Kapitel 8, Vers 14. Bis zu 2300 Abende und Morgen, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Die Bibelforscher wussten nun, dass in 2300 wirklichen Jahren das Heiligtum wieder gereinigt werden würde. Nun, was ist das Heiligtum? Sie dachten, dass diese Erde Gottes Heiligtum sei und dass deshalb die Erde am Ende der 2300 Jahre gereinigt würde. Aber von welchem Ausgangspunkt sollte man die 2300 Jahre rechnen? Da Gott die Erde in Noahs Tagen mit einer Flut reinigte, glaubte man zu diesem zweiten Ereignis an eine Reinigung der Erde durch Feuer beim zweiten Kommen Christi. Man war überzeugt, Christus kommt wieder am Ende dieser 2300 prophezeiten Jahre. Das war eine äußerst aufregende Erkenntnis und man studierte eifrig in der Bibel nach dem Anfang dieser 2300 vorhergesagten Jahre. Im späten 18. Jahrhundert erkannte man durch Daniel Kapitel 9 den Bezug der in Vers 24 bis 29 enthaltenen Zeitangaben von 70 prophetischen Wochen zu den bereits erwähnten 2300 Jahren aus Daniel Kapitel 8, die dem Daniel bis dahin immer noch unverständlich erschienen. Wir lesen in Daniel Kapitel 9, Vers 21: Da rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang im Gesicht gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Nun wurde dem Propheten Daniel in Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis 27 der Anfangspunkt dieser beiden prophetischen Zeitvorhersagen von 2300 Jahren und der darin enthaltenen bzw. davon abgeschnittenen 70 prophetischen Wochen durch einen Engel in Vers 24 bis 25 näher beschrieben. 70 Wochen sind über dein Volk bestimmt, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Diese 70 prophetischen Jahrwochen mit all den zeitlichen Angaben über das Erscheinen eines Gesalbten und dessen Ausrottung fanden ihre exakte Erfüllung in der jüdischen Geschichte sowie im Leben und Sterben von Jesus Christus. Dies wäre eine spannende Betrachtung für sich, ist aber heute nicht unser Thema. Nach Esra Kapitel 6, Vers 14 war der letzte und umfangreichste Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems im Jahre 457 vor Christus durch Artaxerxes, wie es auch durch die Geschichtsschreibung belegt wird. Mit dieser Kenntnis war es für die Bibelforscher Ende des 18. Jahrhunderts klar: Die Wiederkunft Christi und die Reinigung des Heiligtums erfolgen im Jahre 1844. Zusammenfassend lag dem folgende logische Überlegung zugrunde. Erstens, die 2300 Tage bedeuten nach dem 4. Buch Mose Kapitel 14 Vers 34 und Hesekiel Kapitel 4 Vers 6 2300 wirkliche Jahre. Zweitens, Gottes Heiligtum sei die Erde. Das war die falsche Schlussfolgerung, zu der sie damals kamen. Drittens, die nächste Reinigung des Heiligtums bedeutet die Reinigung dieser Erde. Und die nächste Reinigung dieser Erde wird bei Christi zweitem Kommen durch Feuer sein. Viertens, diese 2300 Jahre Prophezeiung in Daniel Kapitel 8, Vers 14 begann zum selben Zeitpunkt wie die 70 Wochen Prophezeiung für das Volk Israel im Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis 25. Fünftens, der Beginn der Erfüllung dieser Prophetien wurde durch Esra Kapitel 6, Vers 14 und die Geschichtsschreibung für das Jahr 457 vor Christus belegt. Sechstens, 2300 Jahre von 457 vor Christus angerechnet ergeben das Jahr 1844. Und siebtens, die Zeitvorhersagen auf Jesu erstes Erscheinen haben sich nach dem gleichen prophetischen Zeitschlüssel und Zeitmuster bereits schon einmal erfüllt. Diese Gedanken verursachten damals einen weltweiten Aufschrei tausender Stimmen. Jesus kommt, Jesus kommt, Jesus kommt, 1844.
Es war die größte Erweckung seit der apostolischen Zeit zu Pfingsten. Im Lexikon können Sie darüber als die große Erweckung nachlesen. Schauen wir nun, was Offenbarung Kapitel 10 über diese Zeitperiode sagt. Der Prophet Johannes erhält hier in Vers 9 bis 10 eine besondere Anweisung. Wir lesen hier: Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete mit mir und sprach: Geh hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht zu mir: Nimm es und iss es auf, und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf, und es war in meinem Mund süß wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. Nun, Freunde, erkennen Sie hier den Bezug zur geschilderten Adventbewegung im Jahr 1844? Dieser Engel in Offenbarung 10 hat dieses kleine Buch in seiner Hand, von dem wir herausfanden, dass es das Buch Daniel sein muss. Und er sagt zu Johannes: Iss es auf. Wie im Psalm 119 sollte Johannes die Worte dieses Buches natürlich nur sinnbildlich in sich aufnehmen. Und die Worte waren süß in seinem Mund, aber bald schon wurde es bitter in seinem Bauch. Erkennen Sie jetzt die geschichtliche Erfüllung dieser Prophezeiung aus Offenbarung 10? Mit Sicherheit war es diese große Erweckung, über die wir bereits sprachen. Die große Erweckung von 1790 bis 1844 ist die eindeutige Erfüllung dieser Prophezeiung aus Offenbarung 10. Es gibt keine andere Zeit in der Weltgeschichte, die genau diese Prophetie erfüllt, Freunde. Was könnte süßer im Mund dieser frühen Adventgläubigen gewesen sein, als dass Jesus kommt? Jesus kommt 1844, in wenigen kurzen Jahren. Dieser weltweite Ruf der Wiederkunft war so süß in ihrem Mund. Als sie diese 2300 Jahre Prophezeiung von Daniel Kapitel 8 weiter studierten, stellten sie nicht nur das genaue Jahr fest, 1844, sondern auch ein Datum, den 22. Oktober. Sie erkannten, dass die Reinigung des irdischen Heiligtums im Alten Testament eine Vorschattung der wahren zukünftigen Reinigung darstellte. Der große Versöhnungstag im Alten Testament beinhaltete die Elemente der Reinigung, der Versöhnung und des Gerichts. Er fiel im Jahr 1844 auf den 22. Oktober. So war der weltweite Ruf nicht nur Jesus kommt 1844, sondern Jesus kommt am 22. Oktober 1844. Aber wir wissen, der 22. Oktober 1844 kam und er verging, ohne dass Jesus wiederkam. Und was so süß in ihrem Mund war, wurde plötzlich bitter in ihrem Bauch. Der Spott der Ungläubigen war unerträglich. Die Brandmarkung und die Peinigung kamen nun auch von solchen, die einst glaubten, aber sich nun gegen ihre gläubigen Freunde wandten und zu ihren ärgsten Feinden wurden. Es war eine Zeit der Versuchung und Prüfung für Gottes Volk. So trafen sich diese frühen Adventgläubigen, die sich weigerten, Gottes Prophetenwort abzulehnen, trotz dieser großen Enttäuschung in einer Scheune und beteten die ganze Nacht nach dieser großen Enttäuschung. Sie beteten: Warum, Gott, warum bist du nicht zur Erde zurückgekehrt, wie du in Daniel Kapitel 8 prophezeit hast? Was haben wir falsch interpretiert? Was haben wir falsch gemacht? Früh am nächsten Morgen ging einer von diesen treuen Gläubigen namens Hiram Edson durch ein Kornfeld. Während er über die Kornstoppeln schritt, erlebte er durch Gottes Heiligen Geist plötzlich einen überwältigenden Gedankengang, der ihm sagte: Wo sagt die Bibel, dass die Erde Gottes Heiligtum ist? Die Erde wird niemals Gottes Heiligtum genannt. Gottes Heiligtum zur Zeit des Alten Testaments war nach dem zweiten Buch Mose nur ein Abbild des himmlischen Heiligtums. Hebräer 8, Vers 1 bis 2. Die Hauptsache dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Hebräer 9, Vers 24, denn der Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen.
Plötzlich merkte Hiram Edson, dass er eine gewaltige Falschauslegung der Bibelprophetie gemacht hatte. Das Heiligtum ist im Himmel, dort wo Jesus nun als Hoherpriester für uns eintritt. Am 22. Oktober 1844 begab sich Jesus nicht in ein irdisches Heiligtum, um es mit Feuer zu reinigen, sondern der Tag des Gerichts begann im Himmel. Denn erinnern Sie sich, die alttestamentliche Reinigung des Heiligtums, die gleichzeitig Versöhnung und Gerichtstag darstellte, war eine vorausschattende Zeremonie auf den Dienst Jesu, aber Gott wusste, dass die Menschen sich irren würden und hatte dies in Offenbarung 10 bereits über 1000 Jahre zuvor prophezeit. Die Frage war jetzt, was sollten diese frühen Adventgläubigen tun? Schauen wir auf den letzten Vers in Offenbarung, Kapitel 10, Vers 11. Und sie sagen mir, du musst wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Haben Sie dieses Wort wieder gesehen? Sie sollten wieder aufstehen und das baldige Kommen Christi erneut weissagen. Es wurde prophezeit, dass diese frühen Adventgläubigen aus dieser großen Enttäuschung vom 22. Oktober 1844 herausgehen sollten und nicht herumsitzen und mit sich selbst Mitleid haben sollten, sondern sie sollten aufstehen. Gott hatte für sie noch eine andere wichtige Aufgabe zu tun. Gott hatte dies alles geschehen lassen, um sie zu prüfen, um zu sehen, wer treu und glaubensfest war und wer weggeweht würde durch die Enttäuschung, den Spott und die Verfolgung. Die nächste Aufgabe, die Gott für diese treuen Adventgläubigen hatte, war von solcher Wichtigkeit, dass er zuvor ihren Charakter prüfen wollte. Er wollte sehen, ob sie den Test, der vor ihnen lag, bestehen würde. Schauen wir uns den weiteren Auftrag Gottes in Kapitel 11, Vers 1 an. Johannes sagt, und es wurde mir ein Rohr, gleich einem Stab, gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Den Tempel Gottes ausmessen? Wie sollten die frühen Adventgläubigen aufstehen, um den Tempel Gottes auszumessen? Was ist der Tempel Gottes? Wir haben in Hebräer 8 und 9 gelesen, dass es das himmlische Heiligtum ist. Freunde, wenn Sie anfangen, die religiösen Lehren jeder der über 2000 christlichen Denominationen auf dieser Erde zu studieren, werden Sie nur eine dieser Kirchendenominationen finden, die eine Heiligtumsbotschaft verkündet, die jedes Teil und jedes Einrichtungsstück im himmlischen Heiligtum untersucht und die tiefe geistliche Bedeutung dieser Dinge erforscht und ihre Anwendung im praktischen Leben des Menschen verkündigt. Ohne einen falschen Stolz will ich eine Tatsache feststellen. Diese Denomination ist niemand anders als die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten. Schauen Sie nun auf Offenbarung Kapitel 11, Vers 19. Hier erfahren wir von einem Ereignis, das direkt nach dieser bitteren Enttäuschung von Offenbarung 10 stattfindet. Hören Sie gut zu. Und der Tempel Gottes oder das Heiligtum im Himmel wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Nach der großen Enttäuschung vom 22. Oktober 1844 wurde Gottes Heiligtum im Zusammenhang mit diesem beginnenden Gericht für den Gläubigen geöffnet. Das Heiligtum konnte nun erforscht und studiert werden. Es heißt weiter, dass Gottes Lade des Bundes geöffnet im Allerheiligsten zu sehen war, so dass man ihren Inhalt sehen konnte. Diejenigen von Ihnen, die das Alte Testament kennen, möchte ich fragen, was wurde im Allerheiligsten in der Bundeslade aufbewahrt? Es waren Gottes 10 Gebote, die Gott mit seinem eigenen Finger auf Steinplatten geschrieben hatte. Gott beauftragte hiermit die Adventgläubigen, ihre Enttäuschung zu überwinden und sagt ihnen in Offenbarung Kapitel 11 und Offenbarung Kapitel 10, verkündigt der Welt, dass die letzte Phase der Weltgeschichte begonnen hat, dass das göttliche Gericht bei den Toten beginnt. In Offenbarung Kapitel 14 sagt er, verkündigt der Welt die wahre Anbetung Gottes, denn die Zeit des Endgerichts ist seit 1844 in vollem Gange. Gott lenkt in Offenbarung Kapitel 11 die Aufmerksamkeit dieser frühen Adventgläubigen auf das Gesetz Gottes,
das zerbrochen und von den meisten Menschen missachtet wurde. Sie sollten das Gesetz Gottes vor der Welt hochhalten und sie warnen, dass im ablaufenden Gericht nach wie vor die Einhaltung der 10 Gebote als göttliche Richtschnur gilt. Wussten Sie, dass die ganzen 10 Gebote der Maßstab sind, nach dem diese Welt vom allmächtigen Gott und dem himmlischen Gerichtshof gerichtet wird? Nicht nur 9 Gebote? Nein, die Welt wird nach allen 10 Geboten gerichtet, einschließlich dem Samstag-Sabbat-Gebot vom 7. Tag. Schauen Sie selbst auf Jakobus 2, Vers 10 bis 12. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Von welchem Gesetz ist hier die Rede? Zweifellos dem 10-Gebote-Gesetz Gottes. Lesen wir weiter in Vers 12. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Unter der Leitung Gottes gingen die Adventgläubigen nach ihrer großen Enttäuschung daran und begannen die Heiligtumsbotschaft zu verkündigen. Und sie fingen an, der Welt das 10-Gebote-Gesetz Gottes zu verkündigen. Insbesondere aber das verachtete Sabbatgebot. Diese kleine Gruppe wurde bald zu einer sehr großen Gruppe und durch das prophetische Werk Ellen White's zeigte Gott ihnen, dass sie sich organisieren sollten und gab ihnen einen Namen, der gleichzeitig eine Botschaft an die Welt war. Gott zeigte ihnen in einer Vision, dass der Name das Wort Adventist beinhalten sollte, denn diese Gläubigen predigten die baldige Wiederkunft Jesu Christi. Dieser Name sollte auch den 7. Tag beinhalten, denn sie sollten Gottes 7. Tag Sabbat vor der Welt wieder aufrichten, denn die ganze Welt folgte dem päpstlichen Abfall der Sonntagsheiligung. So gründete man im Jahre 1863 die Organisation der 7. Tags Adventisten. Ich möchte nicht anmaßend oder arrogant erscheinen, aber Gott hat mich beauftragt, Ihnen die Wahrheit aus Gottes Wort und der Geschichte zu zeigen. Meine lieben Freunde, ich kann nichts anderes sein als ein 7. Tags Adventist. Zeigen Sie mir irgendeine andere Kirchendenomination auf dieser Welt, die jemals in der Schrift prophezeit wurde und am Ende der Tage entstanden ist, um einen bestimmten göttlichen Auftrag zu erfüllen. Mit aller Ehrlichkeit, zeigen Sie sie mir. Ich möchte es wissen. Sehen Sie, Gott hat nur eine wahre Gemeinde, wie aus Johannes Kapitel 10 hervorgeht. Gottes Wort sagt ganz klar, dass diese eine Kirche die sein wird, die Gott in den letzten Tagen erweckt, von der in Offenbarung Kapitel 10 gesagt wurde, dass sie durch eine große Enttäuschung gehen müsse, dass sie geprüft und versucht würde, dass sie für eine neue Aufgabe gestärkt und erhoben würde, die Botschaft zu verkündigen vom göttlichen Gericht im himmlischen Heiligtum und vom unveränderlichen Gesetz Gottes, wie es in Offenbarung Kapitel 11 und Offenbarung Kapitel 14 prophezeit wurde. Gottes wahre Endzeitgemeinde wird durch die gute Frau in Offenbarung 12 beschrieben, wo es heißt, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. In der vorletzten Sendung fanden wir heraus, dass das Zeugnis Jesu in Offenbarung Kapitel 19 als der Geist der Weissagung oder die Gabe der Weissagung erklärt wird. Gottes wahre Gemeinde wird demzufolge beschrieben als Gemeinde, die alle der 10 Gebote festhält und die von einem wahren Endzeitpropheten geführt wird. Freunde, es gibt keinen Zweifel, alle diese Kriterien haben ihre Erfüllung in der Gemeinde der 7. Tags Adventisten. Ich möchte das nicht übertreiben, aber zeigen Sie mir eine andere Kirche, die aus der großen Enttäuschung bezüglich Offenbarung Kapitel 10 entstand, die sich organisierte und der Welt die Wahrheit über die Heiligtumsbotschaft und die vollständigen, unveränderten 10 Gebote verkündigt. Zeigen Sie mir eine andere Kirche, die die reine Frau von Offenbarung 12 darstellt, die alle 10 Gebote Gottes verkündigt und von den Werken eines wahren Propheten geführt wird, einen Propheten, der alle 12 biblischen Tests besteht. Zeigen Sie mir eine andere Kirche auf dieser Erde, welche die 3 Engelsbotschaften von Offenbarung Kapitel 14 verkündigt und der Menschheit erklärt, dass die Stunde des göttlichen Gerichts jetzt im Himmel abläuft
Eine Kirche, die Babylon biblisch identifiziert und Menschen dort herausruft. Eine Kirche, die die Welt vor dem Mahlzeichen des Tieres warnt und die ihnen sagt, wer dieses Tier ist und was sein Mahlzeichen ist und wie man sich davor bewahrt, es anzunehmen. Freunde, zeigen Sie mir irgendeine andere Kirche, die all diese Forderungen erfüllt. Ich bin kein Siebenten-Tags-Adventist, weil ich als ein solcher geboren wurde oder als ein solcher aufwuchs. Ich bin ein Siebenten-Tags-Adventist, weil ich ein Teil Gottes wahrer Gemeinde sein will, die für diese letzten Tage vorhergesagt wurde. Erinnern Sie sich, was Jesus in Johannes Kapitel 10, Vers 16 sagte? Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Verstehen Sie, was Jesus sagt? Er sagt, ich habe Schafe dort in anderen Herden. Mit anderen Worten, viele meiner Kinder sind dort draußen in anderen Kirchen. Es sind Menschen, die all das Licht, das sie haben, auch ausleben, die tun, was sie für Wahrheit erkannt haben. Aber wenn sie meinen Ruf hören, werden sie aus diesen anderen Kirchen herauskommen und in meine eine wahre Herde kommen. In meine eine wahre Gemeinde. Freunde, es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Sie haben die Wahrheit gehört. Und mit der Wahrheit ergeht der Ruf von Gottes Heiligem Geist. Werden Sie diesen Ruf annehmen und ein Teil Gottes wahrer Gemeinde in diesen letzten Tagen werden? In Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30 lesen wir, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Sie sehen, Freunde, wenn Sie einmal die Wahrheit gehört haben, müssen Sie ihr folgen. Sie können nicht weiter so tun, als ginge Sie das alles nichts an. Ich lade Sie ein, mit mir zu beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder nachgehst und uns in deine wahre Gemeinde rufst. Hilf uns, deinem Ruf zu folgen. Schenk besonders den Menschen Kraft und deinen Heiligen Geist, die sich jetzt von den abgefallenen Kirchen der Christenheit abwenden und Teil deiner wahren, Gebote haltenden Gemeinde werden möchten. Mach uns bereit, dir zu folgen. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.